Heute möchte ich mich mit Ihnen oder mit dir darüber unterhalten, wo du eigentlich herkommst und wo ich eigentlich herkomme. Aber bevor ich das tue, wollte ich dir noch eine Frage stellen. Hast du eh schon mein neues Buch gekauft oder was weiß ich was, irgendwie besorgt? Es ist das Buch zu der Lage, in der wir jetzt leben und Spoiler, es ist keine wunderbare Lage. Ich weiß ja nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, aber es gab schon wieder so einen kleinen Sturm in den Social Medias unter dem Hashtag von hier. Der Hintergrund, wer eine Migrationsgeschichte hat oder nur einen irgendwie fremdklingenden Namen oder einen Akzent oder einen ein bisschen dunkleren Haut- oder Haarton, der oder die wird oft gefragt, na, wo bist denn du her? Und wenn du dann sagst, Mistelbach, na, dann sagt das Gegenüber, na, aber wo bist denn wirklich her? Und wo sind denn deine Eltern her? Und dann, wenn du dann sagst, wieder Mistelbach, dann sagt der andere, aber du bist doch nicht von hier. Du bist doch keine Österreicherin oder du bist doch keine Deutsche, sondern du bist doch Türkin oder halt irgendeine andere Nationalität einsetzen, bitteschön. Also dieses, woher bist du? Du bist doch nicht von hier. Das ist ein rhetorisches Muster, Leute in ihrem Fremdsein auch noch einzukapseln. Das kann natürlich sogar unschuldig sein, sogar freundlich gemeint. Aber oft ist es einfach ignorant, weil man gar nicht merkt, was das für ein sechsjähriges Mädchen beispielsweise bedeuten muss, jeden Tag signalisiert zu bekommen, dass es irgendwie anders ist, irgendwie nicht hergehört. Und im noch schlimmeren Fall ist es mehr als ignorant, nämlich vorsätzlich, absichtlich, verletzend und ausgrenzend. Na, in Wirklichkeit gehörst du eben nicht hierher. Du hast ja im Grunde nichts verloren. Du bist hier bestenfalls Gast und so weiter und so fort. Das ist alles wahr, sehr wahr. Nur, wenn man dann sagt, dieses Fragen allein ist schon eine rassistische Übertretung. Wenn man dann dazu sagt, das passiert nur Migranten und Migrantinnen, den sogenannten Autochtonen passiert das doch nie. Und drittens auch noch, dass das es ist, was Menschen fremd hält, dann halte ich alle drei Behauptungen für schwierig, soll heißen, für tendenziell falsch. Denn erstens, Fremdheit ist ein Problem, das uns nicht mehr loslassen wird. Denn früher, da gab es Assimilation, soll heißen, wer fremd war, war es in zwei Generationen schon nicht mehr. Die Leute, die aus Ungarn oder der Ukraine oder sonst woher eingewandert sind, die haben ihre Kinder Norbert genannt und ihre Enkelkinder wurden dann Robert genannt. Und das sah dann innerhalb von 20 Jahren wieder nach ethnischer Homogenität aus. Das gibt's heute nicht mehr, das wird ja heute auch nicht mehr erstrebt. Auch von der sogenannten Aufnahmegesellschaft, also der Mehrheitsgesellschaft an sich nicht. Also Assimilation ist keine Leitlinie, der man folgt. Und es ist natürlich schon gar nicht das Ziel der Migrantinnen und Migranten, jedenfalls in aller Regel. Wobei es natürlich auch anders geartete Fälle gibt und das gar nicht so selten. Zum Beispiel in Deutschland kommt es immer wieder vor, dass Migrantinnen und Migranten oder die der zweiten und dritten Generation ihren Namen ändern. Also beispielsweise von, was weiß ich, Mustafa Özdemir auf Franzi Meier, um nicht mehr so sichtbar fremd zu sein. Aber natürlich ist erstens mal klar, ein Schwarzer oder eine Schwarze beispielsweise hat diese Möglichkeit nicht einmal und zweitens, das kommt halt nicht allzu häufig heutzutage auch vor. Das heißt, in aller Regel bleibt Heterogenität sichtbar, wird sichtbar bleiben. Zweitens aber finde ich, dass die Frage, wo kommst du her, woher kommst du, eher tendenziell häufiger gestellt werden sollte als seltener. Manche sagen ja, das kommt in jedem Gespräch vor, das ist dann gewissermaßen so eine Smalltalk-Frage wie das Gerede über das Wetter, aber das halte ich natürlich für einen totalen Unfug. Woher jemand kommt, welchen Weg er zurückgelegt hat oder sie zurückgelegt hat und auch familiären Weg, das sagt mir etwas über diese Person aus. Das ist ja sozusagen ein relativ relevantes Persönlichkeitsmerkmal, was das Wetter nicht ist. Wenn jemand sagt, Opa kam von einem türkischen Dorf nach Österreich und wenn er sagt, er kam dann nach Vorarlberg in ein Dorf oder er kam direkt nach Wien und ich bin dritte Generation und ich habe es als erstes beispielsweise aufs Gymnasium geschafft, dann gibt mir das eine wichtige Information. Wenn aber die gleiche Person sagen würde, ich bin mit 6 Jahren hier angekommen mit meinen Eltern und die ersten 2 Jahre haben wir im Flüchtlingslager in Dreiskirchen verlebt und dann bin ich in der Steiermark in einem Dorf in die Volksschule gekommen, das alles gibt mir eine Information über diese Person und deren Verletzungen möglicherweise. Und wenn mir die Person sagen würde,
werde. Ich bin in Istanbul aufgewachsen und dort in die deutsche Schule gegangen, also ins deutsche Gymnasium, wo die Upper Class hingeht, und mit 18 bin ich als Student oder als Studentin hierher gekommen. Dann gibt mir das eine andere Information. Es sind sehr verschiedene Lebenswege, die schon sehr viel über den Hintergrund der Person aussagen. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Person nicht definieren. Sie definieren sie nicht. Also sozusagen das, wo ich herkomme, definiert mich nicht, aber es ist ein Hintergrund, der für meine Persönlichkeit natürlich relevant ist, und das betrifft natürlich migrantische und nicht migrantische Bevölkerungen. Also das ist schon ein bisschen relevanter als das sinnfreie Gelaber über das Wetter. Und drittens ist das etwas, und das ist vielleicht etwas, was Leute mit Migrationsgeschichte vielleicht gar nicht wissen, nämlich ist es etwas, was auch sogenannte autochtone Personen, wenn sie sich kennenlernen, wechselseitig fragen. Dauernd. Ich werde das zweimal in der Woche gefragt. Werde dann gefragt, bist du eigentlich ein Wiener? Also ein echter Wiener, einer, der seit Generationen hier lebt. Und dann erzähle ich halt, ja, ich bin ein typischer Wiener, nämlich insofern, dass Oma aus Tschechien kam und Opa aus Ungarn kam. Und dann fragen die Leute, und wo bist du aufgewachsen? Und dann sage ich, in Floridsdorf. Aber logisch, das definiert mich natürlich nicht, aber es gibt den Leuten eine nicht ganz belanglose Information. Es wäre was anderes, wenn ich sagen würde, ich bin irgendwie in der Steiermark in einem Dorf aufgewachsen, dort in die Schule gegangen und erst mit 18 zum Studieren nach Wien gekommen. Oder wenn ich sagen würde, naja, ich bin in Döbling aufgewachsen, in einer Villa. All das ist natürlich nicht definierend für ein Individuum, aber es sind relevante Persönlichkeitsmerkmale. Haha, übrigens vor ein paar Jahren, zwei Jahren oder so, habe ich eine Reportage in Floridsdorf gemacht, und da standen die dann mit den Leuten dann so im Gemeindebau, und dann hat man sich so unterhalten, ja, wo kommst du her und wo kommst du her? Und dann am Ende bin ich draufgekommen, ich bin der Einzige aus Floridsdorf, obwohl ich dort nicht wohne. Und alle die dort wohnen, sind nicht aus Floridsdorf, obwohl es jetzt nicht türkischstämmig, serbischstämmig war, sondern aus überall von Österreich. Also nur das wollte ich sagen. Das Problem ist nicht, dass man sich wechselseitig fragt, wer man ist, woher man kommt, welche Stationen im Leben und Stationen im Leben früherer Generationen einen dahin geführt haben, wo man jetzt ist, und auch wer man jetzt ist. Das ist eigentlich gut. Man erfährt nicht nur über das Gegenüber etwas, sondern wenn man mit vielen Leuten über diese Dinge spricht, dann erfährt man etwas über die Heterogenität unserer Welt. Das Problem ist nicht, dass jemand fragt, woher kommst du? Das Problem ist, dass ein Teil derer, die diese Frage gestellt bekommen, mit der Frage die Botschaft ins Gesicht gedrückt bekommen, du kehrst hier eigentlich nicht her. Und deswegen völlig verständlicherweise diese Frage eigentlich nicht mehr hören können.